Wir wollen heute mal über Paint sprechen. Paint kennt wahrscheinlich jeder, das Programm ist über 30 Jahre alt, jeder Windows-Nutzer müsste das kennen. Ein einfaches Bildverarbeitungsprogramm und das hat jetzt nach gefühlt 30 Jahren mal neue Funktionen spendiert bekommen und die wollen wir uns heute eben mal ansehen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Damit ihr besser versteht, was ich meine, was ich euch zeigen will, starte ich erstmal GIMP. GIMP ist ebenfalls ein Grafikprogramm, das GNU Image Manipulation Program, um genau zu sein. Und das starte ich, indem ich hier rechts klicke auf dieses Bild. Ich habe vorhin ein Bild von meinem Desktop gemacht mit dem Snipping Tool. So, und das ist GIMP. Wir haben hier verschiedene Werkzeuge. GIMP ist sehr kompliziert. Ich glaube, ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht. Und die Funktion, die ich als YouTuber am allerhäufigsten nutze, das ist die Funktion mit den Ebenen. Das zeige ich euch auch mal kurz. Wir können jetzt hier klicken auf Datei, dann als Ebenen öffnen und dann importieren wir eine andere Bilddatei, eben zum Beispiel die hier. Und diese Ebene können wir jetzt verschieben, können sie frei platzieren auf der anderen Ebene. Wir sehen dann hier rechts unten die verschiedenen Ebenen. Zwischen denen können wir auch umschalten. Wir können die Reihenfolge verändern etc. Und wir können das Bild jetzt auch exportieren als neues Bild. Und dann sehen wir das Bild genauso, wie es jetzt abgebildet ist, inklusive dieser zusätzlichen Ebene hier drauf. Und diese Funktion, die ist bisher hauptsächlich den besseren Kaufgrafikprogrammen vorbehalten geblieben, beziehungsweise auch GIMP. GIMP ist kein Kaufgrafikprogramm, das ist Open Source Software, allerdings eine sehr mächtige Software, die diese Funktion eben schon lange hat und das kann jetzt auch Paint und wir wollen uns das mal kurz ansehen, indem wir GIMP wieder schließen und das Ganze hier mal mit Paint öffnen. Wir reden hier vom ganz normalen Paint, also das ist nicht Paint.net oder Paint 3D oder was es sonst noch für Fake-Apps gibt, wobei Paint.net keine Fake-App ist, das ist die Weiterentwicklung von Microsoft, kann man sich vielleicht auch mal ansehen. Ich bin da nie so recht schlau draus geworden, ich brauche das Programm nicht wirklich. Ich glaube, damit kann man auch GIFs machen, also bewegte Bilder und so, bin ich ganz sicher. Ich habe es mir mal angesehen, aber wie gesagt, ich bin auch nicht ganz durchgestiegen. Wir können das gleiche Bild, das wir eben in GIMP geöffnet haben, selbstverständlich auch in Paint öffnen. Das sieht dann so aus. Und neu ist jetzt hier die Funktion mit Co-Creator, die habe ich mir noch gar nicht angesehen. Frühzeitigen Zugriff erhalten, das hat irgendwas mit digitaler Kunst zu tun, vermutlich mit AI. Das können wir uns bei Gelegenheit auch nochmal ansehen, aber es ist ja noch nicht fertig. Oh, mir geht es jetzt um die Ebenen und da haben wir hier jetzt so eine ähnliche Ansicht wie bei GIMP, bisschen übersichtlicher vielleicht. Intuitiv ist diese neue Ebenenfunktion nicht unbedingt und deswegen will ich mal euch zeigen, wie ihr die nutzen könnt. Wir haben nämlich unter Datei keine Möglichkeit, etwas als Ebene zu importieren, leider. Wir können lediglich etwas in den Zeichenbereich importieren. Das probieren wir jetzt mal aus einer Datei. Dann haben wir auch hier wieder den Desktop und die entsprechende Grafikdatei. Und das hier ist jetzt quasi eine Ebene, die hier komischerweise noch nicht auftaucht. Ich kann die da auch nicht hinziehen. Im Prinzip ist das aber der gleiche Effekt wie bei GIMP, also mehr oder weniger. Und wir können ja das jetzt ebenfalls exportieren. Beziehungsweise in dem Fall heißt das Speichern unter JPEG. Ich mache das mal und dann haben wir hier jetzt eine neue Datei, weil das hier war, glaube ich, kein JPEG. Und da ist unser Bild jetzt mit drin. Ah, jetzt habe ich aus Versehen GIMP gestartet. Wir können uns das natürlich auch mit einem ganz normalen Bildbetrachter ansehen. Und so sieht das dann aus, die fertige Datei. Wenn wir jetzt hier rechts in dieses Ebenenverzeichnis aber eine Ebene machen wollen, dann geht das irgendwie anders. Klick mal auf Rückgängig und dann auf die Datei, die ich quasi importieren möchte. Und dann kann ich auf Kopieren klicken. Geht auch mit der Tastatur, Steuerung C selbstverständlich. Und hier kann ich jetzt eine neue Ebene einfügen. Und wenn ich jetzt Steuerung V drücke, dann passiert erstmal gar nichts. Ich dachte, das geht, aber geht anscheinend doch nicht. Steuerung C, Steuerung V, nee, funktioniert leider nicht. Wenn ihr die Datei aber öffnet, zum Beispiel mit dem Bildbetrachtungstool, und wenn ihr diese dann
mit dem Snipping-Tool von Windows quasi ausschneidet. Dann könnt ihr klicken auf Kopieren, Einfügen. So, und jetzt habt ihr hier das als zusätzliche Ebene. Wie gesagt, das ist alles andere als intuitiv. Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Jetzt habt ihr hier also das Ganze als zusätzliche Ebene und könnt die Ebenen theoretisch auch verschieben, wenn ihr das braucht, aus irgendeinem Grund. Größenänderung und Schiefe. Das ist jetzt, glaube ich, die falsche Ebene aktiv. Die mal aktiviert. Größenänderung und Schiefe. Prozentsatz 150. Dann passiert genau gar nichts. Also so ganz ausgereift scheint mir das noch nicht zu sein. Vielleicht war das aber auch schon alles. Vielleicht habe ich zu viel erwartet. Was jetzt übrigens auch geht, ist Hintergründe ausblenden. Das konnte Paint vorher auch nicht. Mal eine Auswahl. Hintergrund ausblenden. Ihr habt gesehen, was ich meine. Und das können wir auch speichern. Das ist bisher ebenfalls den kostenpflichtigen bzw. den besseren Grafikprogrammen vorbehalten gewesen. Das ist auch noch eine neue Funktion, die vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich sein könnte. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Ich wollte die neuen Funktionen einfach mal kurz vorstellen bzw. selbst ausprobieren. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like zu dem Thema, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.